begrüße alle ganz herzlich im Namen des Arbeitskreises der Holzinitiative Schule in Freiheit unter dem Dach des Omnibus für direkte Demokratie hier in der Wiener Büro. Mein Name ist Monika Schroth, ich bin unter anderem Lehrerin in der Oberstufe und bin zur zweiten Volksinitiative im letzten Jahr hier zum Arbeitskreis gestoßen. Ich freue mich, dass so viele Schülerinnen und Schüler aus der Montessori-Schule in Köpenick hier zu Gast sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Frau Peters da ist von Jailas Wiese, eine unserer Bündnispartnerinnen. Ich freue mich, dass Frau Gabi Dittrich da ist von der Stiftung Montessori-Schule, die auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammengekommen ist. Ich freue mich, dass wir aus Sachsen Besuch haben, einen Vertreter der Elternschaft der sächsischen Schulen und auch einen Vertreter der Schulen in Freiderträgerschaft in Land Sachsen. Und ich freue mich, dass alle hier zur Startaktion gekommen sind. Alle, die ich jetzt noch nicht namentlich begrüßt habe. Ich erläutere kurz, wie es dazu kommt, dass wir jetzt eine zweite Volksinitiative ins Leben bringen. Wir haben ja alle noch anderes zu tun. Wir sind Elternvertreter, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern, Omnibus-Mitarbeitende. Es gab eine wunderbare Ergebnisse einer ersten Volksinitiative im Abgeordnetenhaus zu Berlin. Wir waren da sehr lange im Ausschuss, durften unsere Ideen vorstellen, beziehungsweise meine Mitstreiterin von damals. Noch immer arbeitet der Arbeitskreis im Bildungsausschuss an dem Thema Schülerkostensätze. Das sind eine der Hausaufgaben, die wir Ihnen mit auf den Weg gegeben haben. Und dann waren wir irgendwie noch nicht so ganz zufrieden, wenn man mit den Schülerinnen und Schülern spricht und mit den Eltern. Es brodelt noch viel an unseren Schulen. Wer die Medien in den letzten Wochen verfolgt hat, der fühlen wir uns nur bestätigt, ist es an der Zeit, weiter am Schulthema dran zu bleiben. Dann haben wir uns den ganzen Winter mit konkreten Ideen befasst, was denn geschehen muss an unseren Schulen. Haben einige Themenbereiche vertieft und drei Arbeitsfelder in Form von konkreten Umsetzungsvorschlägen jetzt für eine zweite Volksinitiative mit auf den Weg gebracht, die wir heute gerne vorstellen wollen. Dazu habe ich hier meine Mitstreiterin, den Kurt Wilhelmi, dabei. Er war mit der Initiator und Impulsgeber der ersten Volksinitiative. Den André Kauen, der ist engagierter Elternvertreter mehrerer Kinder. Und die Anna Jessen, die aus einer pädagogischen Familie kommt, hier in Berlin am Promovieren ist und auch das Schul- und Pädagogikthema betreibt.